Grüßen. Mein Name ist Patrick Häuser, zuständig für politische Interessenvertretung beim BITMI, Bundesverband IT-Mittelstand. Und ja, darf Sie alle sehr herzlich willkommen heißen zu unserem Online-Event im Rahmen von Deutschland kann digital, gemeinsam mit dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, dem Internetverband ECO sowie dem Bundesverband Breitbandkommunikation BREKO tragen wir die Kampagne Deutschland kann digital, um im Superwahljahr 2021 zwei Dinge zu schaffen. Zum einen wollen wir Plattform sein, die die Leistungsfähigkeit unserer Digitalwirtschaft sichtbar macht in diesem wichtigen Jahr. Zugleich wollen wir aber auch Diskussionsforum sein und wollen im Vorfeld der Bundestagswahl zu verschiedenen politischen, digitalpolitischen Themen ins Gespräch kommen mit den politisch Verantwortlichen. Wollen schauen, wo stehen die Parteien wenige Monate vor der Wahl? Wie stellen sie sich die digitale Zukunft unseres Landes, unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft vor? Darüber wollen wir heute diskutieren in unserer ersten Ausgabe unseres neuen Formats, das an diese Kampagne angeschlossen ist, nämlich Deutschland kann digital live zum Thema digitale Infrastruktur. Vorab sei noch der Hinweis gegeben, dass wir auch gerne Zuschauerfragen entgegennehmen. Das machen Sie auf der rechten Seite am Bildschirmrand über die Chatfunktion. Dort können Sie die Fragen einreichen und unsere Regie kümmert sich im Hintergrund darum, dass die sortiert werden und sofern noch Zeit am Ende ist, dann auch in die Runde gegeben werden und es thematisch natürlich auch passt. Schreiben Sie bitte noch dazu, an wen Sie die Frage richten. Dann, ja, würde ich gern fortfahren und noch kurz einleiten mit den Worten, dass wir die digitale Infrastruktur ja nun mal als Grundgerüst für eine moderne, funktionierende Wirtschaft und für gesellschaftliche Teilhabe sehen, damit die Transformation in die Digitalisierung in vielen Lebensbereichen wie Bildung und Gesundheit gelingt. Wie wichtig die digitale Infrastruktur dafür ist, das hat spätestens die Pandemie ja schonungslos offengelegt. Sie hat aber auch offengelegt, dass es noch Aufholbedarf gibt. Dass Deutschland digital kann, da sind sich die meisten wohl einig. Aber was wir konkret brauchen, um besser zu werden bei der digitalen Infrastruktur, wollen wir von unseren Gästen heute erfahren. Den Einstieg machen wir dafür mit zwei Impulsen zu den wesentlichen Bestandteilen oder zu zwei wesentlichen Bestandteilen der digitalen Infrastruktur. Zum einen zum Thema Rechenzentren und zur Breitbandversorgung. Und wir beginnen mit Dr. Bela Waldhauser. Herr Waldhauser ist Sprecher der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen und er ist CEO der Telehaus Deutschland GmbH, der erste neutrale Colocation-Anbieter Europas mit einem großen Standort auch in Frankfurt am Main und vielen weiteren weltweit. Viele haben beim Stichwort digitale Infrastruktur ja vor allem und vermutlich vor allem das Thema Breitband-Internet im Kopf. Geht aber um mehr, so zum Beispiel eben auch um Rechenzentren. Und Herr Dr. Waldhauser, ich würde Sie bitten, mit Ihrem Impuls zu beginnen, sofern Sie bereit sind und es technisch funktioniert. Gerade sehe ich Sie nicht. Darf ich jetzt beginnen mit meinem Impulsvortrag? Darf mich kurz vorstellen. Bela Waldhauser ist mein Name. Ich bin seit 20 Jahren im Rechtszentrumsbereich tätig, leite seit über 10 Jahren die Kompetenzgruppe Data Center Infrastruktur beim ECO und bin seit gut 3 Jahren Sprecher der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen. Herr Häuser hat es in seiner Einleitung schon erwähnt. Deutschland kann digital, aber wir haben da noch Nachholbedarf. Und das gilt vor allem für die digitalen Infrastrukturen. Was gehört zu den digitalen Infrastrukturen? Zum einen natürlich Rechenzentren, dann Breitband. Und hier rede ich nicht von Kupfer und Vectoring, sondern wirklich von Glasfaser und Internetaustauschknoten. Glücklicherweise haben wir in Deutschland, in Frankfurt, den größten Internetaustauschknoten der Welt mit über 10 Terabit pro Sekunde Spitzendurchsatz. Das ist schon mal sehr gut. Allerdings, was das Thema Breitbandausbau angeht, insbesondere Glasfaser, Fiber to the Home, Fiber to the Building, ist ja aus meiner Sicht eigentlich eine Katastrophe, weil wir sind in der EU auf dem vorletzten, drittletzten Platz mit ungefähr 4% der Gebäude, die in Deutschland mit Glasfaser angebunden sind. Und das ist eindeutig zu wenig.
Denn die digitalen Infrastrukturen sind nicht nur für das, was Herr Häuser erwähnt hat, wichtig, sondern für die gesamte Wirtschaft, für jeden einzelnen Industriezweig, Dienstleistungszweig und so weiter. Letztendlich Rechenzentren, da werden wir noch mal drüber reden. Ja, wir haben viele Rechenzentren in Deutschland, es werden auch viele gebaut, aber noch mehr gehen außerhalb von Deutschland an den Start, schlicht und einfach aufgrund der, ja, ich sag mal, hohen Bürokratie, die wir haben. Ich brauche also, wenn ich ein neues Rechenzentrum plane, beantrage, mindestens mal 6 Monate, bis ich die Baugenehmigung habe. Ich habe gerade heute erfahren, dass ich Ende des Monats wieder einen Termin mit dem zuständigen Regierungspräsidium habe. Also da sind unsere Prozesse viel zu langsam. Des Weiteren natürlich die Stromkosten in Deutschland. Viele deutsche Unternehmen, auch große DAX-Unternehmen, gehen zum Beispiel nach Skandinavien, weil dort die Stromkosten ein Viertel der deutschen Stromkosten sind. Und wenn ich keine latenzkritischen Anwendungen habe, zum Beispiel in der Automobilindustrie, das Design neuer Modelle, Strömungswiderstandskalkulationen, dann gehe ich lieber dahin, wo ich Millionen an Stromkosten sparen kann. Das ist also ein wesentlicher Punkt für uns. In Summe muss ich sagen, Deutschland kann digital, da stimme ich Herrn Häuser zu, aber Deutschland muss wesentlich schneller werden, was die Digitalisierung angeht, Richtung digitale Infrastrukturen, aber auch Anwendungen. Digitalisierung ist schnell, wesentlich schneller als die Old Economy, auf die wir in Deutschland so stolz sind, wie zum Beispiel Automobilindustrie oder Maschinenbau. Da ist die Taktrate in der New Economy, in der IT, in der digitalen Infrastruktur wesentlich schneller. Und da müssen wir also deutlich einen Zahn zulegen. Und ich wiederhole immer bei jeder Präsentation, wir stehen erst am Anfang der Digitalisierung. Vielen mag das, was wir heute haben und tun, schon alles sehr, sehr digital erscheinen. Aber denken Sie mal an so Buzzworte wie Smart Home, Smart City, Smart Factory, aber auch Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, die sogenannten Connected Cars, verbundene Autos oder irgendwann mal das autonome Fahren. Das sind alles Dinge, wo wir in der Regel erst am Anfang stehen. Auch wenn wir heute Smart Home Anwendungen kaufen können, so ist die Durchsatzrate von Smart Home noch relativ gering. Das Internet der Dinge, ja, wir haben schon Milliarden von Geräten verbunden, aber es werden jeden Tag deutlich mehr. Also um auf den Punkt zu kommen, wir werden noch viel mehr Digitalisierung in den nächsten Jahren erreichen. Und hier rede ich nicht über 10, 20 Jahre, sondern über die nächsten 3, 5, maximal 10 Jahre. Und dafür brauchen wir eine leistungsfähige digitale Infrastruktur in Deutschland, um unsere digitale Souveränität zu behalten. Damit möchte ich meinen Impulsvortrag beschließen. Ich freue mich auf den Vortrag von Sven Knapp und auf die anschließende Podiumsdiskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Waldhauser, für den Impuls. Und nach dem holprigen Start machen wir jetzt aber gleich direkt weiter mit Herrn Knapp, an den ich ohne weitere Umschweife übergebe. Herr Knapp, bitteschön. So, jetzt müsste ich auch zu hören sein. Das ist richtig. Ich hatte eben schon mal angesetzt, also wir stehen beim Glasfaserausbau, beim Ausbau der digitalen Infrastruktur noch nicht da, wo wir als Deutschland stehen müssen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir haben in der Vergangenheit auch viele Fehler gemacht, was das Thema angeht. Aber es bringt nichts, zurückzuschauen. Wir müssen nach vorne schauen. Wie können wir besser werden? Wie können wir noch schneller werden? Mal ein paar Zahlen zur aktuellen Versorgung in Deutschland. Wir haben eine Abdeckung von Glasfaser in Deutschland, also von potenziell buchbaren Glasfaseranschlüssen von ungefähr 15% Mitte 2020. Insgesamt gigabitfähige Anschlüsse sind wir Mitte 2020 bei 56%. Allerdings muss man dazu sagen, da sind nicht nur Glasfaseranschlüsse, dann sind auch aufgerüstete Kabelnetze dabei. Und jeder, der privat einen Kabelanschluss hat, der kennt das Problem, dass wenn viele gleichzeitig das Kabelnetz nutzen, dass dann auch die Bandbreite nach unten geht, dass man nicht immer zuverlässig
die entsprechenden Bandbreiten zur Verfügung hat. Insofern, glaube ich, sind wir auch uns alle einig, dass wir in Deutschland ein flächendeckendes Glasfasernetz brauchen. Und da werden wir auch in den nächsten Jahren hinkommen. Die Frage ist, wie kommen wir damit da am schnellsten hin? Und da sind wir ja aktuell in bei vielerlei Themen in Diskussion. Da komme ich auch gleich dazu, möchte aber noch einmal einen Einblick geben in die Praxis. Was passiert eigentlich aktuell? Weil es laufen in Deutschland sehr, sehr viele Ausbauprojekte. Land auf, Land ab, von Passau bis Kiel werden überall regionale Glasfasernetze gebaut. Glasfaserausbau passiert nicht irgendwie bundesweit. Es ist nicht ein bundesweit einheitliches Projekt, sondern es sind viele regionale Projekte von vielen Unternehmen in Deutschland. Das ist nicht nur die Deutsche Telekom. Allein bei uns im Verband sind über 200 Telekommunikationsunternehmen, die den Glasfaserausbau voranbringen. Und insofern sind die momentan voll im Ausbau. Also die Unternehmen sagen auch, bei den momentan zur Verfügung stehenden Tiefbaukapazitäten, Planungskapazitäten kann auch aktuell kaum mehr ausgebaut werden. Das heißt, wir müssen schauen, in welchen Bereichen wir noch weiter beschleunigen können und wo wir noch Tempo machen können. Vielleicht noch ein paar Zahlen aus dem Markt, um ein paar Beispiele zu nennen, was in den nächsten Jahren aus dem Markt heraus investiert wird. Unternehmen Deutsche Glasfaser, wir haben ja später noch Christoph Sommerberg als Vertreter des Unternehmens auch bei der Diskussionsrunde dabei, wird in den nächsten Jahren 7 Milliarden Euro investieren. Joint Venture bestehend aus Telefonica und der Versicherung Allianz 5 Milliarden Euro, die Deutsche Giganetz 3 Milliarden Euro, DNS-Net auch 3 Milliarden Euro, Glasfaser Nordwest 2 Milliarden Euro. Das sind alles Wettbewerber der Telekom. Hinzu kommt die Telekom, die jetzt auch eine Glasfaserstrategie hat. Das heißt, wir haben ein enormes Investitionspotenzial und Investitionen, die im Markt vorhanden sind, die auch in den nächsten Jahren verbaut werden. Und jetzt müssen wir eben sehen, wie kriegen wir den Anschluss oder die Glasfaseranschlüsse schnellstmöglich in die Erde. Und da brauchen wir natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen. Und aktuell diskutieren wir sehr intensiv die Überarbeitung des Telekommunikationsgesetzes, das ja komplett neu gemacht wird letztlich. Und das auch die Weichen stellt für den weiteren Ausbau. Also es wird das, kann man an der Stelle, glaube ich, so sagen, es wird das letzte große Ausbaugesetz für die digitale Infrastruktur. Und insofern müssen die Stellschrauben an der richtigen Stelle gesetzt werden. Es muss ein Ausbaubeschleunigungsgesetz sein und es darf nicht den Ausbau letztlich ausbremsen. Da möchte ich mal drei Themen herausstellen. Zum einen, wir brauchen schnellere und auch digitale Genehmigungsverfahren. Was wir heute in der Praxis sehen, sind immer noch analoge Verfahren, die sich über mehrere Monate hinziehen. Es sind immer unterschiedliche Behörden beteiligt, weil halt verschiedene Bereiche in den Kommunen betroffen sind. Das ist Naturschutz, das ist Wasserrecht, das ist Denkmalschutzrecht, man braucht ein Wegerecht. Das heißt, sehr, sehr viele Genehmigungen erforderlich. Und wir brauchen jemanden, der das Ganze koordiniert. Das sieht der Gesetzentwurf auch vor und es ist wichtig, dass es am Ende auch so ins Gesetz kommt und auch in der Praxis in den Kommunen dann auch umgesetzt wird. Also das als erster Appell. Zum anderen, auch in dem Zusammenhang, wir können nicht überall einen konventionellen Tiefbau ausbauen. Das dauert einfach zu lange. Es gibt mittlerweile bewährte alternative Verlegemethoden, die in anderen europäischen Ländern schon seit Jahren standardmäßig eingesetzt werden und auch bei uns sich bewährt haben und eingesetzt werden, aber noch nicht überall in den Kommunen auf Zustimmung stoßen. Und auch da müssen wir einfach ein anderes Verständnis bekommen, dass diese Verfahren zum Standard werden, um einfach mehr Tempo zu machen, weil halt deutlich mehr Glasfaserkilometer letztlich damit unter die Erde gebracht werden und damit verlegt werden können. Weiterer wichtiger Punkt, momentan ist es so, der Glasfaserausbau kommt eher von den ländlichen, halbstädtischen Regionen und wird nicht getrieben aus den Städten heraus. Das heißt, wir brauchen auch stärkeren Glasfaserausbau dort in verdichteten Räumen, dort, wo auch eine Mehrfamilienhausbebauung ist. Wir haben als BRECO einen Vorschlag gemacht, wie man die Umlagefähigkeit des Breitbandanschlusses modernisieren kann. Wir reden hier umgangssprachlich und negativ behaftet über das sogenannte Nebenkostenprivileg. Das muss klar auf Glasfaser ausgerichtet werden. Dann kann es zum Anreiz und zum Ausbaubeschleuniger auch bei Mehrfamilienhäusern werden. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist,
dass der Schutz für die bestehenden Netze, und das sind insbesondere Kabelnetze, wirklich so kurz wie möglich ist. Weil je länger dieser Schutz dauert, in dem Zeitraum setzt man eben keine Anreize für einen Glasfaserausbau. Von daher haben wir vorgeschlagen, bitte macht diese Übergangsregelung für die Umstellung der Verträge so kurz wie möglich, maximal 6 bis 9 Monate. Aktuell werden da eher 3 bis 4 Jahre diskutiert, was aus unserer Sicht bedeutet, in dem Zeitraum setzt man keine Anreize für einen Glasfaserausbau. Weiterer Aspekt, das viel diskutierte Recht auf schnelles Internet steht so im Koalitionsvertrag drin. Ich glaube, im Nachhinein war keiner glücklich darüber, auch diejenigen nicht, die es in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, das da reinzuschreiben. Jetzt ist es da, jetzt soll es umgesetzt werden, auch im Rahmen der Überarbeitung des Telekommunikationsgesetzes. Aber uns allen muss klar sein, der Universaldienst, unter den soll es ja gefasst werden. Das heißt, Unternehmen, einzelne Unternehmen sollen verpflichtet werden, in Gebieten auszubauen, wo eben eine besonders schlechte Versorgung ist, wenn dort kein eigenwirtschaftlicher Ausbau und kein geförderter Ausbau stattfinden kann oder wird. Das ist kein Ausbaubeschleuniger. Das kann wirklich im Ausnahmefall als letztes Mittel, wenn auch geförderter Ausbau nicht möglich ist, kann das dort eingreifen und kann das mal, kann dann auch die digitale Teilhabe sichern, weil darum geht es ja letztlich dabei auch. Es geht nicht darum, dass man dadurch einen Glasfaserausbau beschleunigt, sondern wirklich die digitale Teilhabe sichert. Dafür ist es auch wichtig und richtig. Dabei sollte man auch an alternative Zugangs- und Funktechnologien wie auch an Satellit denken, weil der auch in der Fläche durchaus für eine vernünftige Versorgung sorgen kann, jedenfalls so lange, bis dann auch wirklich überall Glasfaser verlegt wird. Glasfaserausbau ist ein Marathon, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Insofern brauchen wir auch zumindest in Teilbereichen, in besonders schwer erschließbaren Bereichen, auch alternative Zugangsmöglichkeiten. Und insofern sollte das die Politik auch entsprechend umsetzen in den letzten Beratungen, die es jetzt zum Gesetzentwurf gibt. Abschließend möchte ich noch mit 1 oder 2 Sätzen zum Thema Breitbandförderung. Wir haben ein sehr umfangreiches Breitbandförderprogramm des Bundes mit knapp 15 Milliarden Euro ausgestattet. Wir sehen, dass die Mittel da sehr zäh abfließen, weil die Verfahren halt sehr langwierig sind. Ein geförderter Ausbau dauert immer länger als ein eigenwirtschaftlicher Ausbau. Insofern müssen wir die Anreize setzen. Ich habe ein paar Beispiele genannt, wie wir den eigenwirtschaftlichen Ausbau weiter beschleunigen und Förderung als das verstehen, was es ist und was es kann, nämlich ergänzend dort wirken, wo auch mittelfristig kein Ausbau zu erwarten ist durch die Unternehmen selbst. Das heißt, in Gebieten, wo die Versorgungslage eben besonders schlecht ist. Insofern, Deutschland kann auch digitale Infrastruktur, die Unternehmen bauen aus. Das wird auch in den nächsten Jahren sehr, sehr deutlich sichtbar dann sein auf der Deutschlandkarte. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir werden in den nächsten Jahren da große Schritte nach vorne machen. Vielen Dank, Herr Knapp, für Ihre Ausführungen. Und ich denke, Sie haben schon einige spannende und heiß diskutierte Punkte angesprochen, die gleich sicherlich noch Gesprächsstoff bieten werden. Vorher, da Sie uns jetzt gleich als Einziger schon verlassen, würde ich allerdings gerne noch eine Zuschauerinnenfrage an Sie richten. Und zwar fragt Franziska Brachvogel, wie soll sichergestellt werden, dass Genehmigungen in den Kommunen wirklich schneller umgesetzt werden? Häufig hängt das langsame Vorgehen ja auch mit fehlender Kompetenz sowie Personalmangel zusammen. Ja, ist richtig. Also wenn auch im späteren Verlauf noch eine Frage kommen sollte, ich bin ja auch noch dabei, ich bin ja nicht weg, dann kann ich die auch noch beantworten. Aber der Punkt, der angesprochen wird von Frau Brachvogel, ist vollkommen richtig. Es muss natürlich auch personelle Kompetenz aufgebaut werden. Jetzt einfach zu sagen, okay, wir digitalisieren alles, aber da ist niemand, der letztlich die Verfahren dann kennt. Das ist vollkommen richtig. Und deswegen appellieren wir auch daran, dass es wirklich eine Person gibt, die als zentraler Ansprechpartner in den Kommunen fungiert, um letztlich diese unterschiedlichen Genehmigungen, die notwendig sind, da zusammenzuführen und dann auch den Kontakt zwischen ausbauenden Unternehmen und den entscheidenden Behörden in den Kommunen letztlich sicherzustellen und da auch als Bindeglied letztlich zu fungieren. Das heißt, wir brauchen Personal auch in den Kommunen, die dafür zuständig sind. Es gibt in einigen Bundesländern dafür
ja, Breitbandkoordinatoren, Gigabit-Koordinatoren, die dann eine sinnvolle Rolle spielen. Aber das braucht man natürlich flächendeckend auch in Deutschland. Und momentan gibt es das eben in der Form noch nicht. Vielen Dank für Ihre Antwort und danke auch, dass Sie noch im Hintergrund dabei bleiben, Herr Knapp. Ich würde jetzt dazu übergehen, das Podium zu öffnen, denn wir haben ja als Hauptteil des ganzen Events sozusagen eine Diskussionsrunde hier versammelt aus Politik und Wirtschaft. Und ich möchte unsere Gäste ganz gern vorstellen an dieser Stelle. Zum einen ist bei uns Margit Stump. Sie ist Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und seit 2017 Abgeordnete des Deutschen Bundestags. In ihrer Fraktion ist sie zuständig unter anderem für das Thema digitale Infrastruktur und sitzt auch im Kultur- sowie im Bildungsausschuss. Herzlich willkommen, Frau Stump. Schön, dass Sie bei uns sind. Dann, ja, guten Tag. Ich hoffe, Sie hören mich. Ja, wir hören Sie. Vielen Dank. Dann ist bei uns Mike Beermann, ebenfalls Bundestagsabgeordneter der CDU. Weiter bei uns in der Runde ist Gustav Herzog von der SPD. Er ist bereits seit 1998 im Deutschen Bundestag und derzeit im Ausschuss Digitale Agenda sowie im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Er ist Berichterstatter für die eben schon erwähnte TKG-Novelle. Außerdem bei uns ist Christoph Sommerberg, Leiter Public Affairs der Deutschen Glasfaser Holding, von der Herr Knapp eben schon gesprochen hat. Die Deutsche Glasfaser ist mit Planungs- und Bauverfahren befasst und realisiert den Glasfaserausbau und hat sich zum Ziel gesetzt, dies voranzutreiben bundesweit. Und ich hoffe, dass die Regie und der Support den Herrn Waldhauser vielleicht erreicht, denn ich habe die Befürchtung, dass immer noch sein Mikrofon offen ist. Herzlich willkommen an die Runde und ich freue mich, dass Sie alle bei uns sind. Ich würde gerne beginnen mit Ihnen, Herr Herzog. Das Thema TKG-Novelle ist ja jetzt nun schon ein, zwei Mal gefallen und es ist kein Zufall, dass unsere Veranstaltung in dieser Woche stattfindet, denn ursprünglich war ja mal geplant, dass zumindest im Gespräch, dass das Gesetz diese Woche verabschiedet wird. Der Name fällt im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau immer wieder. Es handelt sich um ein über 400 Seiten dickes Mantelgesetz und deshalb vielleicht die Frage, ob Sie trotzdem zu Beginn vielleicht einmal kurz für uns erläutern können, was das Vorhaben in seinen wichtigsten Punkten regelt. Welche Probleme es löst im Kontext der digitalen Infrastruktur? Was haben wir zu erwarten und wann kommt es denn jetzt eigentlich? Ja, vielen Dank, Herr Häuser. Ja, wir hatten wirklich gehofft, in dieser Woche das Gesetz im Ausschuss zu beraten und dann Donnerstag, Freitag zweite, dritte Lesung zu machen. Aber ich muss Ihnen sagen, es sind noch einige wenige Fragen offen, die innerhalb der Koalition verhandelt werden. Sie müssen sehen, das war nicht nur ein Riesenpaket aus Europa, das die Bundesregierung uns letzten Weihnachten auf den Tisch gelegt hat, sehr verspätet. Das darf man sehr offen auch kritisieren, denke ich, auch als Koalitionsabgeordneter. Aus dem Bundesrat kamen nochmal fast 100 Änderungswünsche dazu und wir in der Koalition, ich glaube, verrate da kein Geheimnis, haben auch nochmal etwa 100 Änderungswünsche zusammengetragen und wir liegen im positiven Sinne in den letzten Zügen. Also die einzelnen Bestandteile, das Bereich der Marktregulierung, Frequenzregulierung, aber auch das, was mit Verbraucherschutz zu tun hat, Bundesnetzagentur, die knifflige Frage IT-Sicherheit, da sind wir so wirklich an den letzten Halbsätzen zu feilen. Und ich gehe davon aus, dass wir am Wochenende fertig werden, sodass wir den Koalitionspartnern das Gesetz zur Verfügung stellen können. Über den Inhalt könnte man sehr lange referieren. Wir setzen nicht nur den europäischen Kodex um, sondern wir haben natürlich auch national einige Wünsche und die lassen sich so zusammenfassen, wie es der Herr Knapp und der Herr Waldhauser schon gesagt haben, wir müssen besser und schneller werden und dieses Gesetz soll einmal die Möglichkeit für die Unternehmen eröffnen, viel enger zusammenzuarbeiten, also Infrastruktur auch gemeinsam zu nutzen. Wir wollen Ihnen aber auch gleichzeitig Druck machen, sowohl im Festnetzbereich als auch bei der Frequenzregulierung. Also
so eine Zangenbewegung oder früher als Jusos haben wir immer gesagt, eine Doppelstrategie fahren. Einmal mehr Freiheiten geben, etwas zu machen, dann aber auch die Latte, die wir als Staat anlegen, etwas anzuheben. Und ich denke, wir werden unsere Möglichkeiten wirklich als Gesetzgeber ausreizen. Und dann wird sich zeigen, dass, was Herr Knapp auch schon angesprochen hat, dass insbesondere die Bau- und Planungskapazitäten in den Kommunen letztendlich, also die Baukapazitäten, die Planungskapazitäten, die werden der Flaschenhals sein in den nächsten Jahren. Davon gehe ich aus. Achso, ich habe eins vergessen, das stand aber hier nicht drauf und vielleicht interessiert es auch. Wir werden natürlich auch beim Verbraucherschutz einige gute Schritte machen. Und interessanterweise, die Branche ist ja je nach Geschäftsmodell unterschiedlich aufgestellt. Also wenn Sie mit Telekom oder Vodafone über die Betriebskostenumlage sprechen, dann haben Sie sehr unterschiedliche Antworten. Aber einig waren sich alle, dass wir zu viel Verbraucherschutz machen. Da kann ich Ihnen aber sagen, da ist sich die Koalition einig. Und ich glaube, da werden auch die Grünen mitstimmen, FDP vielleicht nicht. Im Verbraucherschutz, da legen wir wirklich eine große Schippe drauf. Da gehen wir einen gewaltigen Schritt voran. Vielen Dank. Ja, Herr Knapp hat es gerade schon angesprochen in seinem Impuls. Im Koalitionsvertrag sind ja auch Ziele festgeschrieben worden zu Beginn der Legislatur. Dort steht zum Beispiel, wir wollen den flächendeckenden Ausbau mit Gigabitnetzen bis 2025 erreichen. Wir wollen den Netzinfrastrukturwechsel zu Glasfaser. Unser Ziel lautet Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde möglichst direkt bis zum Haus. Jetzt ist die Legislatur kurz vor Ende und die TKG-Novelle kommt. Wie zufrieden sind Sie, Herr Beermann, mit dem, was da jetzt auf den Weg gebracht wird? Und was ist Ihre Bilanz, was den Breitbandausbau in Deutschland angeht zurzeit? Ja, vielen Dank, Herr Häusler. Ich hoffe, Sie können mich alle verstehen. Ja. Sehr gut. Also, wenn man jetzt mal so 4 Jahre zurückblickt, dann stellt man irgendwo fest, dass leider Gottes bei uns im Land vieles viel zu bürokratisch läuft. Und ich glaube, dass wir in manchen Bereichen einfach auch wieder etwas mehr Vertrauen und etwas mehr Mut brauchen an der einen oder anderen Stelle. Sei es bei der Verlegung, wie es ja Knapp schon gesagt hat, von Glasfaserkabeln, dass dort das normale Recht gilt, dass eben Leitungen einen halben Meter unter der Erde laufen müssen, damit sie frostschutzsicher liegen, passt sicherlich nicht mehr unbedingt in eine Zeit, wo wir über Glasfaserleitungen diskutieren. Da braucht es eben andere Methoden, die ja gerade auch schon auf den Weg gebracht werden, die ja auch über das TKG unterstützt werden sollen, wo ich mir persönlich auch einen deutlichen Schub verspreche. Aber wenn wir nochmal 2 Schritte zurückgehen, das erste Förderprogramm, was wir auf den Weg gebracht haben, 4,4 Milliarden Euro. Wenn man sieht, wie lange es gedauert hat, bis diese Mittel überhaupt abfließen konnten, weil immer zwischendurch neue Parameter festgesetzt wurden, weil zwischendurch immer wieder Unstimmigkeiten aufgetaucht sind, weil es zu kompliziert war in Gänze, weil man ein Beratungsunternehmen zwischengeschaltet hat, die die ganzen Anträge geprüft hat. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir den Mut gehabt hätten, hätten gesagt, so, wir verteilen das Geld nach dem Königsteiner Schlüssel über die Länder an die Kommunen. Die Kommunen wissen vor Ort ganz genau, wo sie Probleme haben. Die Kommunen wissen vor Ort ganz genau, wo die Lücken sind. Und die bekommen das Geld und entscheiden selbst, müssen natürlich irgendwo Nachweise bringen, aber entscheiden selbst, wo, wie eben ausgebaut wird. Und nicht diese Modelle, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Das dauert einfach zu lange und man sieht es ja eben klar, wir sind gut vorangekommen. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie knapp 23 Millionen Anschlüsse, aber das ist natürlich deutlich, deutlich zu wenig und da braucht es auch mehr Anreize für die Zukunft. Wir fördern nur Anreize bis zum Haus, also Fiber to the Building, aber wir fördern nicht den Anschluss bis ins Haus. Und gerade wenn ich hier so an Berlin denke beispielsweise, wo wir als Abgeordnete ja auch irgendwo überwiegend in Wohnungen wohnen und leben. Da ist es eben so, dass das Glasfaser, beziehungsweise nicht das Glasfaser, sondern die Breitbandkapazitäten über einen Kabelanschluss, wie es eben der Knapp auch schon gesagt hat, gewährleistet werden soll. Aber wenn zu viele draufschalten, und ich habe das gestern und auch heute gemerkt, wenn ich im Homeoffice arbeite, ruckzuck habe ich irgendwo die Störung und ich habe Probleme, dass ich meinen WLAN hier nutzen kann. Also müssen wir Anreize schaffen, dass die Vermieter
auch die Kabel direkt ins Gebäude legen, dass wir sozusagen irgendwo als Mieter eben auch die Möglichkeit haben, von Glasfaser zu profitieren. Und all das soll aber hoffentlich dann auch mit dem TKG unter anderem auch auf den Weg gebracht werden, das heißt Anreize schaffen. Und dann kommen wir, glaube ich, auch ganz gut voran. Aber was ich persönlich auch gut finde, wenn ich an die nächste Generation 5G beispielsweise denke, die ja auch irgendwo mit dem TKG zusammenhängt, finde ich es auch gut, dass man beispielsweise eben auch dafür Litfaßsäulen, Bushaltestellen etc. eben auch berücksichtigen möchte, um halt dort auch sozusagen diese Straßenmöbel zu nutzen, um dort eben auch Frequenzen dann auch zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, wir sind auf dem Weg, aber wie gesagt, da sind wir uns einig, das dauert manchmal eben einfach zu lange. Und ich freue mich, dass Herr Sommerberg das ein oder andere Mal auch genickt hat und Herr Waldhauser auch geschmunzelt hat. Deswegen sind wir da, glaube ich, alle auch zusammen auf der Linie, auch mit dem Koalitionspartner und auch die Opposition. Also da haben wir noch was vor uns und ich sage mal, pro Backen zusammenkneifen und anpacken. Ja, vielen Dank, Herr Beermann. Frau Stumpf, sind Sie da auf Linie und klingt ja erstmal eigentlich alles ganz gut. Ist das jetzt, starten wir jetzt durch, wenn das Gesetz dann durch ist, können wir den Sprung ins Gigabit-Zeitalter dank des TKG, der TKG-Novelle schaffen? Was meinen Sie? Also ich habe da meine... Ich habe einen Hall. Ich habe da meine großen Zweifel. Am Ziel sind wir uns ja alle einig, aber wir diskutieren unterschiedliche Zusammenhänge. Einmal geht es um das Gigabit-Zeitalter und da sagen wir jetzt zu Recht, es muss glasfasergetrieben sein. Wir haben ja gerade schon gehört, Gigabit wird ja auch noch über Kabel propagiert und die Kabelunternehmen, die sind da sehr wirkmächtig. Dann reden wir allgemein in der Breite von Breitband. Wie definieren wir das? Und dann reden wir aber auch über Daseinsvorsorge. Und manchmal kommt mir die Diskussion so vor, man hält die Karotte Gigabit-Gesellschaft nach vorne und übersieht völlig, dass wir immer noch viele Menschen in den Regionen haben, die keine angemessene Internetverbindung haben. Und da zu sagen, das ist uns aber egal, wir brauchen jetzt überall als erstes den Glasfaseranschluss. Das halte ich persönlich für verfehlt. Wir sind uns sehr einig, in der Vergangenheit wurden Fehler gemacht. Man hat viel zu lange Kupfer, Stichwort Vectoring, mit gefördert. Vollkommen klar, das darf uns nicht mehr passieren. Und jetzt rede ich mal über einen geförderten Ausbau. Und da muss ich Herrn Beermann einfach widersprechen. Eine Gießkannenverteilung nach dem Königsteiner Schlüssel, der vor allem auch die Wirtschaftskraft der Länder mit berücksichtigt und nicht nur die Einwohnerzahl, ist in keinster Weise zielführend. Und ich wundere mich da schon sehr. Das hat noch nirgends funktioniert, dass man da die Lücken geschlossen hat, sondern wir müssen sehen, wo sind die Menschen unterversorgt. Da sind sie in der Regel da, wo wenig Einwohner sind und wo wenig Finanzkraft ist. Und genau da muss Bundesförderung hin. Wir haben ja gehört, Geld ist genug im Markt und marktgetrieben wird ja auch ausgebaut. Aber wenn es um Daseinsvorsorge geht, dann muss das Geld gezielt dahin, wo die Menschen noch keine Versorgung haben. Und wir sind uns einig, wenn ein Graben gezogen wird, wie tief auch immer, völlig wurscht, dann muss da Glasfaser liegen. Also wenn man fordert, muss man dann gigabitfähig fordern. Und wenn wir Übergangstechniken einsetzen, dann müssen wir uns das sehr gut überlegen, dass wir das auch befristen. Und da mache ich mir mit dem Förderansatz jetzt für die grauen Flecken sehr große Sorgen. Da werden Mittel fehlallokiert. Das heißt, Förderung fließt dann nicht mehr gezielt in die weißen Flecken, die jetzt noch unter 30 Mbit haben, Stichwort Aufgreifschwelle, sondern das soll ja 2 Jahre lang für 100 Mbit gelten und dann soll die Schwelle total fallen. Da frage ich mich, welchen Sinn soll das haben, wenn wir sagen, Daseinsvorsorge ist wichtig, das haben wir in der Pandemie gesehen. Vor allem Familien sind betroffen im ländlichen Bereich. Wenn sie 2 halbwüchsige Kinder haben, die Homeschooling oder Fernlernen, so heißt es ja richtig, fernlernen sollen und dann noch jemand im Homeoffice ist, da haben sie ein gewaltiges Problem. Also deswegen sind wir froh, dass der Universaldienst im TKG jetzt endlich Einzug hält. Den fordern wir seit vielen, vielen Jahren, aber er ist völlig unzureichend ausgestaltet. Das kann nicht Teilhabe sein, so wie er da definiert ist, an den
niedersten Standards, die es überhaupt gibt, die sagen, 80% der genutzten Verträge sollen der Maßstab sein in der Breite der Bevölkerung, damit wir hier eine wirklich vernünftige Schwelle haben. Das ist das eine. Das andere ist, ja, mich ärgert es immer, ich selber habe 20 Jahre lang Kommunalpolitik gemacht, wenn man dann immer sagt, Kompetenzen in den Kommunen fehlt. Also die haben sich in den letzten 10 Jahren wirklich kompetent gemacht. Und es gibt ja schon eine Struktur über die AT-Innekom. Also mir sagen dann die Breitbandbeauftragten meiner Kommune, wenn wir eine Sitzung mit AT-Innekom haben, dann ist das für die wie eine Fortbildungsveranstaltung. Also Kompetenzen sind schon da, aber es stimmt, es ist zu wenig Personalkapazität da und es rächt sich eben auch, dass man die Digitalisierung der Verwaltungen nicht vorangetrieben hat. Jetzt Online-Zugangsgesetz natürlich, aber bis vor 2 Jahren hat man in den Rathäusern noch diskutiert, wenn es um den Breitbandanschluss der Schule geht, warum sollen wir Schulen anschließen? Wir haben ja noch nicht mal Breitband im Rathaus. Ich meine, diese Diskussionen, die müssen der Vergangenheit angehören, da sind wir uns einig. Und ich bin da nicht sehr zuversichtlich, wenn man sieht, wie jetzt diese Beratungs- und Unterstützungsstrukturen aufgebaut werden sollen, wieder neu. Da muss wieder Personal erstmal gefunden werden, wieder Kompetenz aufgebaut werden und dann noch durch 2 unterschiedliche Träger. Also welchen Sinn das haben soll, das müsste man mir erstmal erklären. Ich beantworte gerne noch andere Fragen zum Stichwort Gigabit-Versprechen. Also ich könnte jetzt als Opposition mir es leicht machen und sagen, wir machen das alles viel besser. Ja, aber zwei Sätze, einmal die Zeitspanne sofort oder die nächsten 10 Jahre und dann die Abdeckung. Die Kollegen plädieren für nur Ballungsgebiete. Da bin ich als Kind des ländlichen Raums nicht einverstanden. Und Qualität. Worüber genau reden wir? Vielen Dank, Frau Stump. Und ich verspreche, wir kommen gleich nochmal zu der Frage, wie es besser gehen könnte. Und ich komme gleich nochmal auf Sie zurück. Vorher will ich noch Herrn Sommerberg dazu holen. Interessanterweise hat er an verschiedenen Stellen genickt bei Herrn Beermann, aber auch an manchen Stellen konnte er scheinbar auch der Frau Stump was abgewinnen. Sie kommen ja aus der Praxis, vielleicht können Sie mal berichten, als jemand von einer deutschen Glasfaser-Holding, die die Netze auch betreibt und den Ausbau selber, am Ausbau selbst auch beteiligt ist, was erleben Sie denn in der Praxis? Wie läuft es beim Ausbau und wie kriegen wir Ihre Glasfaserleitungen beispielsweise in Regionen, die eher ländlicher gelegen sind, wie Frau Stump eben sagte? Ja, vielen Dank. Ich konnte tatsächlich jedem meiner Vorredner und Vorredner was abgewinnen, weil am Ende das Leben irgendwo in der Mitte stattfindet und man hat überall seine Erkenntnisse. Letztendlich wissen wir alle, Geld ist genug da. Frau Stump hat es auch nochmal erwähnt, Herr Knapp hat es erwähnt. Der Punkt ist, wir brauchen eine bessere Ausnutzung der Kapazitäten, die wir haben oder noch aufbauen können. Und das erleben wir sowohl bei uns, bei den Dingen, die wir beeinflussen können, also Bau- und Planungskapazitäten. Da muss man halt auch in Vorleistung gehen und sagen, wie ermögliche ich meinen Bauunternehmen tatsächlich eine langfristige Planung? Das heißt, wie signalisiere ich ihnen, über welchen Zeitraum habt ihr Arbeit? Über welchen Zeitraum könnt ihr mit einer Auslastung rechnen, sodass sich auch für euch der Kapazitätsaufbau lohnt? Da können wir als großes eigenwirtschaftliches Unternehmen, was aber auch gefördert ausbaut, tatsächlich auch eine langfristige Perspektive bieten. Man macht sich halt bezahlt, wenn man eben auch wie viele andere Unternehmen im Markt ein gesundes Finanzpolster hat. Auf der anderen Seite gehören dazu aber auch die Unterstützungsleistungen, die staatliche Stellen anbieten müssen. Das Wort Genehmigung ist gefallen. Die tauchen natürlich in allen Bereichen auf. Dazu gehört auch eine Baubegleitung und am Ende des Tages dann auch eine zeitnahe letztendlich auch eine zeitnahe Genehmigung der Bauverfahren an sich. Ich möchte nicht, Herr Beermann hat es erwähnt, zukünftig eigentlich nicht mehr mit jeder Kommune neu monatelang diskutieren, ob jetzt moderne Verlegeverfahren möglich oder nicht möglich sind. Da geht viel Zeit damit verloren, Fachkräfte in diesen Diskussionen zu binden, anstatt dass die draußen im Endeffekt Kolonnen beaufsichtigen, die wiederum bauen. Und da erwarte ich mir oder hoffe ich mir vom TKG, das ist einer der wenigen Punkte, die den Ausbau sicherlich beschleunigen können, nochmal einen kleinen Schub. Der Großteil des Ausbaus der Glasfaser läuft aber schon mit diesen Verfahren.
Insofern geht es jetzt darum zu gucken, wie kann ich diese Verfahren noch schneller in die Lande bringen. Die Frau Stump hat völlig zu Recht gesagt, warum beschäftigen wir uns in der Förderung jetzt schon mit den Bürgerinnen und Bürgern, die schon sehr gut versorgt sind, sondern warum arbeiten wir nicht erstmal das ab, was tatsächlich noch weiße Flecken sind. Und das entspricht ja auch der Position der Verbände. Der TK wird sagen, lasst uns das erstmal abarbeiten. In den grauen Flecken ist das Potenzial für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau wesentlich größer. Und deswegen habe ich da ganz intensiv genickt. Am Ende des Tages ist aber auch dort zu sehen, wir brauchen sehr lange im Sinne von Baustrecken, die gelegt werden müssen, um die weißen Flecken auch tatsächlich zu erschließen. Und das sieht man eben auch in den Abrufzahlen im Bundesförderprogramm. Der Bau muss erstmal gelingen. Und wenn Sie so kreisweite Ausschreibungsprojekte haben wie wir, ob jetzt Kreis Kleve, Kreis Warendorf, also große Flächenkreise, dann müssen Sie halt Kilometer bauen. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Insofern ist auch ein wichtiges Element, Geduld zu haben und auch den Mut zu haben, Erwartungen tatsächlich zu managen. Und das konnte ich bei Frau Stump auch nochmal anerkennen, nicken, weil sie sagt, ich kann natürlich vieles versprechen als Opposition, aber es ist ja nicht realistisch zu sagen, morgen, wir bauen für euch alles bis übermorgen, sondern Infrastruktur braucht seine Zeit. Und da ist die Herausforderung für die Politik sicherlich auch in der nächsten Legislaturperiode, wie manage ich die Erwartungen zu sagen, okay, manche sind früher dran, manche sind leider später dran, aber jeder kommt dran. Das erstmal aus der Praxis. Ein Punkt noch, weil das Thema Genehmigung kam und Kapazitäten und Kompetenzen. Mhm. Die Kompetenzen in den Kommunen, gerade in den Kommunen, sind sicherlich da. Und wir sollten auch nicht die Auffassung haben, wir könnten diese Kapazitäten dort beliebig erweitern. Das sind ja auch Fachkräfte. Also kommt es eher darauf an, wie kann ich aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort mehr Genehmigungskilometer rausholen. Und das geht nur über Standardisierung, über Digitalisierung und darüber, dass ich das berühmte Wort entbürokratisiere, was jeder in den Mund nimmt, aber was sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Kann ich Genehmigungsverfahren streichen, weil ich sie nicht brauche? Kleine Einheiten, kann ich Rahmenvereinbarungen schaffen, dass ich einmal sage, für ein gesamtes Gebiet habe ich eine Genehmigung, anstatt jede Straßenecke neu genehmigen lassen zu müssen. Wie gehe ich mit dem Thema verkehrsrechtliche Anordnung um? In dem Fall, es ist auch nicht nur das Graben, sondern auch die verkehrsrechtliche Absicherung. Mhm. Haftungsverteilung sind ganz viele kleine Dinge, die uns aber am Ende des Tages sehr weit bringen, wenn wir diese dicken Bretter anfangen zu bohren und am Ende des Tages auch lösen. Ich will gleich nochmal auf die Rechenzentren zu sprechen kommen, die nun auch ein wichtiger Teil der digitalen Infrastruktur darstellen. Vorher aber nochmal, weil das jetzt so oft gefallen ist, auf das Thema Bürokratie kommen. Es sind offenbar viele Fördergelder verfügbar. Gleichzeitig habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass das nicht so schnell abfließt und zu lange dauert. Herr Herzog, nochmal an Sie die Frage. Was tut die neue Reform dafür, dass es vielleicht unbürokratischer zugeht? Machen wir hier wirklich einen Schritt nach vorne? Denn da scheint es ja, zu haken. Ein Satz zu den abfließenden Mitteln. Da haben wir wirklich einen deutlichen Hochlauf, weil jetzt die Backer unterwegs sind und die Milliarden werden ja nicht mit der Genehmigung ausgezahlt, sondern dann, wenn die Rechnung von den Unternehmen kommt, wenn die vorliegt, geprüft ist, dann wird ausgezahlt. Und das erleben wir ja, wenn die Opposition immer mal wieder nachfragt nach den Zahlen. Die Kurve geht deutlich nach oben. Also die Backer sind unterwegs und die Rechnungen werden bezahlt. Das Zweite, was können wir im TKG machen? Wir haben insbesondere die Fiktion der Genehmigung mit reingenommen. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit, wenn der vollständige Antrag vorliegt, gilt der Antrag als genehmigt. Das wird Herr Sommerberg und seine Kolleginnen und Kollegen freuen. Die Kommunen etwas weniger, die haben mehr Aufwand. Deswegen haben wir ja auch sowas wie einen One-Stop-Shop bei den Ländern vorgegeben, die also sich darum kümmern sollen, weil sie den Überblick haben. Und ja, die meisten Länder haben ja entsprechende Breitbandkoordinatoren, dass es dann gemeinsam vorangeht.
Und jetzt darf ich mal Rheinland-Pfalz lobend erwähnen. Dort hat es einen runden Tisch gegeben. Und da sind eben für alle Liegenschaften und Gebäude des Landes Musterverträge abgesprochen worden. Das heißt, man muss nicht jedes Mal neu mit irgendeinem Forstamt verhandeln oder mit einer Straßenbauverwaltung des Landes, sondern das ist zentral vorgegeben. Und es muss nur noch die Hausnummer dazu geschrieben werden. Das spricht, denke ich, auch für eine Beschleunigung. Und letzter Punkt, weil die alternative Verlegemethoden angesprochen werden. Auch da haben wir Erleichterungen im Gesetz drin. Allerdings haben wir auch darauf geachtet, dass nicht die heute billig verlegt wird und morgen der Straßenbaulastträger, das heißt die Kommune, auf erhöhten Unterhaltskosten sitzen bleibt, sondern es kann schnell gebaut werden, aber dafür muss auch die Verantwortung von dem investierenden Unternehmen übernommen werden. Ich glaube, da gehen wir einen ganz guten Weg. Vielen Dank. Da wir ja auch zwar gesellschaftliche Teilhabe besprechen, aber eben auch der, sage ich mal, Internetzugang für beispielsweise KMU im ländlichen Raum auch zu einem immer wichtigeren Faktor wird bei der Standortwahl, würde ich gerne nochmal schnell Herrn Beermann fragen, wenn ich jetzt ein KMU bin im Schwarzwald und ich will technische Zeichnungen im 3D an meine Kunden rund um den Globus senden und ich habe aber brauche dringend einen schnelleren Internetzugang und ich will ans Netz. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Also was sind die, vor welchen Problemen stehen die KMU da jetzt noch? Und was könnten die Politik tun, um ihnen da zu helfen, damit es schneller geht? Also der Punkt ist ja eben einfach tatsächlich der, dass es nachweislich diese Probleme, die Sie angesprochen haben, dass es die gibt. Und da müssen wir jetzt tatsächlich irgendwo gucken, und da bin ich jetzt auch tatsächlich bei Frau Stumm, dass ich es genauso sehe, dass eben das Thema weiße Flecken erst abgearbeitet werden sollte, bevor man das Thema graue Flecken angeht, weil eben genau diese Probleme, die Sie gerade ansprechen, Herr Häuser, danach noch weiter bestehen könnten, aber die müssen als erstes abgeschafft werden. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir darauf achten, da schnellstmöglich eben voranzukommen und diese Problematik beiseite zu führen. Weil tatsächlich ist es eben für das KMU, was irgendwo im Schwarzwald dann dementsprechend sitzt, ein deutlicher Wettbewerbsnachteil. Und diese Wettbewerbsnachteile, die müssen wir schnellstmöglich aus dem Weg räumen. Und es darf auch nicht sein, dass aufgrund der schlechten Internetanbindung das Unternehmen die Standortfrage stellt und sich dann möglicherweise einen anderen Standort sichert oder eben sucht. Das schwächt Regionen, das schwächt gerade auch den ländlichen Raum, der uns in der Vergangenheit mit der sogenannten Old Economy immer stark gemacht hat. Aber wir wollen die ja auch erhalten. Aber dafür, dass wir sie erhalten, müssen wir da eben dementsprechend vorangehen. Und deswegen bin ich da eben auch bei der Kollegin Stumm. Erst die weißen Flecken abarbeiten und danach sich um die grauen kümmern, ist aus meiner Sicht der richtigere Weg bei dieser Frage, um eben auch diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen. Da sind schon mal drei Parteien einig. Sehr schön. Wir müssen ja nur noch das Verkehrsministerium überzeugen. Herr Kollege, da müssen wir gemeinsam ran. Sehr schön. Da reicht ein Event, um Einigkeit herzustellen online. Das freut uns sehr. Herr Dr. Waldhauser, ich will noch mal schnell auf die Rechenzentren zu sprechen kommen. Denn die Situation bei den Rechenzentren ist im Vergleich zum Breitband, wenn man das so sagen kann, deutlich besser zu bewerten. Denn bei den Rechenzentren wurden vor allem zwischen 2014 und 2017 große zusätzliche Kapazitäten in Deutschland aufgebaut. Und es ist auch gelungen, im europäischen Wettbewerb die Rechenzentrumskapazitäten zu festigen. Wir haben ja auch den großen Internetknotenpunkt, den größten Internetknotenpunkt der Welt, soweit ich weiß, in Deutschland. Warum stehen wir dort so gut da im Moment noch? Und was wünschen Sie sich von der Politik vielleicht noch an besseren Rahmenbedingungen? Sie haben vorhin beispielsweise die Strompreise angesprochen und auch dort die Bürokratie. Ja, also erstmal muss ich mich entschuldigen für die technischen Schwierigkeiten am Anfang. Frau Stumpf, Sie haben es erwähnt, Kinder mit Homeschooling. Ich habe mal den Router gewechselt und mir einen Router ausgesucht, der nicht ganz so ausgelastet war. Als alter Rechenzentrumsmensch verfüge ich über den Luxus, mehrere Router im Hause.
Ja, nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Herr Heuser. Ich bin nicht der Meinung, dass wir im Rechenzentrumsbereich gut dastehen im internationalen Vergleich. Das betrifft übrigens nicht nur Deutschland, sondern in Summe Europa. Denn die wesentlich größeren Wachstumsraten sieht man in den USA, in China, in Asien in Summe. Jeder, der sieht, wie in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet Rechenzentren gebaut werden und nicht nur da, wird sich wahrscheinlich wundern, warum wir da im Hintertreffen sind. Aber die Wachstumsraten in der IT, in der Digitalisierung sind ungemein groß. Und ich habe es in meinem Impulsvortrag schon erwähnt. Wir stehen erst am Anfang der Digitalisierung. Der Trend wird sich noch weiter fortsetzen. Und wir hatten auch schon das Thema öffentliche Hand, Strukturen, Digitalisierung der öffentlichen Hand. Das ist nur ein Beispiel, dass noch viel, viel mehr kommen wird in den nächsten Jahren und kommen muss. Also insofern, die Rechenzentren leiden unter anderem unter den sehr hohen Stromkosten. In Skandinavien betragen die ein Viertel. Und wenn man weiß, dass unsere Kunden circa die Hälfte dessen, was sie uns als Betreiber bezahlen, an Strom bezahlen, an Stromkosten bezahlen, dann kann man da knapp 40% der Kosten einsparen. Wir haben zum Beispiel sehr große Kunden, die bei uns was angemietet haben für Applikationen, wo die Latenz sehr kritisch ist, was in Deutschland und vor allem in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet sein soll, haben aber gleichzeitig das Vierfache, nämlich 10 Megawatt IT-Stromleistung angefragt in Skandinavien. Mein Angebot war, dass wir auf unserem Campus noch mehr als genug Platz und Strom haben. Nein, es sollte Skandinavien sein und alle, die jetzt an Nachhaltigkeit und kühlere Temperaturen dort denken und Strom aus Wasserkraft, nein, das war nicht der entscheidende Punkt, es waren die Kosten, Punkt. Und dessen muss man sich bewusst sein, solange die Stromkosten hier in Deutschland so hoch sind, solange werden alle Applikationen, die man woanders betreiben kann, ohne Probleme auch dorthin gehen. Und das hat was mit digitaler Souveränität zu tun. Also mir ist es definitiv lieber, wenn meine Daten in einem Rechenzentrum in Deutschland liegen, als irgendwo. Natürlich lieber in der EU als außerhalb der EU, auch klar. Das Thema Bürokratie haben wir schon hoch und runter diskutiert. Ich habe es erwähnt, Digitalisierung ist rasant schnell. Also das, was bei uns in einem Jahr passiert, ist in manch anderer Industrie passiert in 3 bis 5 Jahren nicht. Das heißt, das, was meine Vorredner gesagt haben, dass der Glasfaserausbau noch viele Jahre dauern wird. Ja, das ist realistisch, Herr Sommerberg, gebe ich Ihnen recht. Aber wir sollten trotzdem deutlich mehr Gas geben, denn wir haben viel Zeit, Frau Stumpf hat es erwähnt, mit dem Vectoring verplempert. Und der Riesenvorteil bei Glas ist, dass Glas als Medium wesentlich mehr Bandbreite heute und in Zukunft hat. Glas ist an sich ein totes Medium, was davon lebt, was vorne und hinten dran gehängt wird. Das heißt, wenn ich neue Technologien habe, die 10 Gigabit transportieren, 100 Gigabit, 1000 Gigabit pro Sekunde transportieren können, also 10 und 100 haben wir heute schon Standard, dann muss ich einfach nur vorne und hinten die entsprechenden Gerätschaften austauschen und das Glas kann ich liegen lassen. Das funktioniert mit Kupfer nicht. Dessen muss man sich bewusst sein. Dann wurde das Thema 5G erwähnt. 5G funktioniert nicht, ohne dass die Antennen mit Glas angebunden sind. Und auch hier, Herr Heuser, weil Sie das Thema Rechenzentren angesprochen haben, was glauben Sie, was mit ich sag mal, vom autonomen Fahren sind wir noch weit entfernt, aber was beim Thema Connected Cars mit 5G passieren wird. Es werden so viele Daten ausgetauscht von jedem einzelnen Auto, dass wir mehr Kapazitäten in Deutschland brauchen. Und da sollten wir uns schlicht und einfach beeilen, dass wir dem Zug, der eigentlich schon gut an uns vorbeigefahren ist, dass wir da noch aufspringen und schneller werden, deutlich schneller.
Ich habe mit Blick auf die Uhr vor, gleich zur Schlussrunde zu kommen, habe aber gesehen, dass Herr Sommerberg noch die Hand gehoben hat. Vermute, Sie wollen das noch kommentieren. Und in der Zwischenzeit versucht die Regie im Hintergrund, den Herrn Beermann wieder an Bord zu holen. Der ist uns, glaube ich, digital abhanden gekommen. Deswegen, Herr Sommerberg, mit der Bitte um einen kurzen Kommentar, bevor wir in die Schlussrunde gehen. Nur 30 Sekunden. Danke, Herr Waldhauser. Letztendlich können Sie versichert sein, dass all die Kollegen, die mit Investoren Glasfaser bauen, so schnell wie möglich bauen wollen. Weil das Geschäftsmodell ja ist Glasfaser. Und je mehr Glasfaser gebaut wird in kurzer Zeit, umso besser für die Investoren. Also wir lassen da keine Sekunde ungenutzt liegen. Am Ende ist es, ja, sind es die Fragen, wie schnell kann ich skalieren, wie schnell kriege ich mehr Genehmigungskilometer, wie schnell kriege ich mehr Baukilometer, und an denen ist man dran, da gibt es keine Silver Bullet, sondern wir müssen uns alle bemühen, hier ein Eckchen, da ein Schräubchen, das ganze Ding besser zu machen, denn der große Wurf, wir machen jetzt die große Entbürokratisierung, der wird uns nicht gelingen. Vielen Dank. Und ich sehe, bei Herrn Beermann ist die Verbindung auch wieder da, pünktlich zur Schlussrunde. Und damit will ich nochmal ein Stichwort von Frau Stumpf aufgreifen von vorhin. Für die Schlussrunde, die Legislatur kommt zu einem Ende. Die Digitalpolitik wird sicherlich die politische Agenda der nächsten Regierungskoalition so stark beeinflussen, wie wir das bisher noch nicht erlebt haben. Insofern Frage an die Runde, und ich fange mit Ihnen an, Frau Stumpf. Was ist Ihr Plan für die kommende Legislatur? Wo müssen wir jetzt anpacken, um den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft zu schaffen? Ja gut, viele Punkte wurden schon genannt, aber nochmal, was immer noch völlig unzureichend ist, ist erstmal die Abdeckung der weißen Flecken. Das ist das Teilhabeproblem und auch der Rechtsanspruch auf Mobilfunk. Wenn wir jetzt sehen, wie viele Menschen auch mobil arbeiten, also diese Pandemie hat ja gezeigt, wer abgehängt ist, und das sind wirklich viele, und bei welchen Bandbreiten man bereits abgehängt ist. Also man muss schon den Fokus, wenn wir über geforderten Ausbau reden, nochmal auf den Teilhabeaspekt reden, gerade weil wir ja gehört haben, dass wir in Zukunft noch digitaler werden. Und da möchte ich noch einen Satz zu den Rechenzentren verlieren. Je dezentraler die Strukturen sind, umso besser ist das. Und das entlastet ja auch dann tatsächlich die Infrastruktur. Das ARPANET wurde ja ursprünglich als Mutter des heutigen Internets genau so konzipiert, dass man dezentrale Strukturen hat, und da, wo im ARPANET ein Rechner saß, sitzt heute ein Rechenzentrum. Und wenn Herr Waldhauser dann sagt, wir gehen nach Skandinavien, ja, als Grüne muss ich sagen, regenerative Energie macht Strom billiger. Sie wissen, dass heute jede konventionelle Kilowattstunde Strom mit 10 Cent vom Staat subventioniert wird. Also wir müssen da umschichten und auch dafür sorgen, dass der Ausbau der regenerativen Energie vorangeht. Dann wird Strom auch billiger. Und wir müssen auch das Thema Green IT aufrufen. Die Rechenzentren produzieren Unmengen an Abwärme. Also auch hier kann man über Technik nochmal ansetzen und sagen, da gibt es auch ein Geschäftsmodell für die Rechenzentren, das im Prinzip ihre Energiekosten dann auch senkt. Auch das ist ein grüner Ansatz. Und natürlich müssen wir den Gigabit-Ausbau trotzdem vorantreiben. Wir haben die Rahmenbedingungen genannt, und da sind wir uns einig, und nicht erst seit heute. Wir sind ja öfters in diesen Runden zusammen als Regierungsfraktionen und Opposition. Dass wir Rahmenbedingungen hier setzen und verändern müssen, ist vollkommen klar, auch wenn wir uns im Detail da vielleicht noch ein Stück weit uneinig sind, aber die Zielrichtung ist vollkommen klar. Wenn verlegt wird, dann klar ist nur, wir müssen auch für Übergangsregelungen sorgen. Wir hatten ja letzte Woche als Grüne Fraktion ein öffentliches Fachgespräch Satelliteninternet. Das wird jetzt sehr gehypt, aber ich will einfach nur zu bedenken geben, der Orbit ist ein
rechtsfreier Raum, wenn Elon Musk dann irgendwann mal entscheidet, er hat jetzt keine Lust, hier gewissen Leuten seine Satelliten noch zur Verfügung stellen, dann haben wir ein gewaltiges Problem. Also ich glaube, wir müssen schon über den Tellerrand hinausschauen und uns überlegen, wie wir digitale Souveränität auch als Deutschland und Europa buchstabieren und hier die Techniken ausbauen und hier uns auch die Sicherheit verschaffen, weil ich will als Grüne ein Rechenzentrumstrukturen haben, die im europäischen Rechtsraum sind, die übrigens die DSGVO natürlich einhalten. Das ist meiner Ansicht nach ein Wettbewerbsvorteil und kein Hemmnis. Man muss es nur richtig ausbuchstabieren. Also da spielen viele Themen ineinander im digitalen Raum und wir haben unsere Konzepte entsprechend vorgelegt, damit wir die Stufen haben, ja, den Gigabit-Ausbau vorantreiben, aber die Leute nicht vergessen, die jetzt noch im digitalen Nirvana sind. Vielen Dank, Frau Stump. Und ich habe gesehen, Herr Waldhauser hat kurz gezuckt. Deswegen würde ich Sie als nächstes dran nehmen. Für die Vielen Dank, Herr Häuser, weil ich würde gerne direkt Bezug auf das nehmen, was Frau Stump eben gesagt hat. Also Sie rennen bei mir offene Türen ein, was Nachhaltigkeit und Energieeffizienz angeht. Es gibt eine sehr interessante Studie vom Bundesumweltministerium, die besagt, dass zum Beispiel bei Streaming-Dienstleistungen, wenn ich 3G nehme statt 4G oder 5G, wenn ich Kupferkabel nehme, DSL statt Glasfaser, ist der Energieverbrauch beim Streaming auf der Übertragung am höchsten deutlich höher als im Rechenzentrum oder beim Endgerät. Das heißt, das ist ein weiteres grünes Argument für Glasfaser und für 5G, die wiederum Glasfaser braucht, weil hier der Energieverbrauch bei der Datenübertragung und Streaming ist nur ein Beispiel, wesentlich geringer ist. Dann hatten Sie gesagt, der Energiemix. Ich kann Ihnen sagen, dass wir als Branche, und zwar in der EU, European Data Center Association, haben mit der EU-Kommission einen Pakt geschlossen, dass die Rechenzentren in der EU, nicht in Europa, in der EU bis 2030 klimaneutral sind. Dafür brauchen wir aber die Politik. Wir brauchen hier die Möglichkeiten, in Deutschland Strom aus erneuerbaren Energien zu bekommen. Entweder weil der Energiemix bis 2030 dergestalt ist oder dass wir durch sogenannte Power Purchase Agreements den Strom grün und klimaneutral einkaufen können und dass wir deswegen nicht nach Skandinavien müssen. Ein letzter Punkt noch, weil Sie haben die Struktur der Rechenzentren verglichen mit dem Internet, mit dem ARPANET. Das ist nur zum Teil richtig. Wir werden mit dem Internet der Dinge, mit Smart City, mit Smart Factory, Industrie 4.0, 5G werden wir sehr viele dezentrale, kleine Rechenzentrumseinheiten dringend benötigen. Ohne dem funktioniert es nicht. Das kommt. Aber mit den ungeheuren Massen an Daten, die dann zusätzlich produziert werden, und wir sprechen hier von Zettabyte an Daten, Zeta ist eine 1 mit 21 Nullen, das ist unvorstellbar viel, werden wir auch große zentrale Rechenzentren brauchen, weil nur die sind dann in der Lage, so energieeffizient wie möglich die Daten zu verarbeiten und zu speichern. Also es wird ein Mix geben aus regionalen Rechenzentren, Kleins, wir nennen das Edge-Rechenzentren, die zu Tausenden verteilt sein werden in Deutschland, und den ganz großen, die dann sehr energieeffizient die Sachen verarbeiten können. Ja, aber das sehe ich jetzt in Widerspruch zu meiner Aussage nicht. Ich war mir nicht sicher, Frau Stump, ich möchte es nicht als Widerspruch stehen lassen, weil Sie gesagt hatten, dezentral. Und wir werden sehr große zentrale Rechenzentren haben, so wie heute. Wir werden aber zusätzlich noch dezentrale benötigen, da wo die Latenz sehr gering sein muss, was wir heute aus Frankfurt, dem Rhein-Main-Gebiet, nicht abdecken können. Also wenn Sie in Hamburg oder Berlin mit dem Auto unterwegs sind, dann sollen die Daten nicht erst nach Frankfurt müssen, sondern müssen die lokal vor Ort in weniger als einer Millisekunde möglichst verarbeitet werden, um einen potenziellen Unfall zu verhindern, zum Beispiel. Ja. Danke,
und schön, dass wir hier den Diskurs voranbringen. Das wird auch sicherlich noch vertieft werden können. Ich will trotzdem weitermachen in der Schlussrunde, denn es ist Sitzungswoche im Deutschen Bundestag und Herr Herzog muss auch gleich weiter, da signalisiert. Deswegen mache ich mit Ihnen weiter, Herr Herzog. Sie treten, wenn ich richtig informiert bin, bei der nächsten Bundestagswahl nach, ich glaube, über 20 Jahren im Bundestag nicht nochmal an. Aber trotzdem, was wäre Ihre Empfehlung? Was brauchen wir jetzt, um voranzukommen bei der digitalen Infrastruktur? Die Politik insgesamt muss dafür sorgen, dass wir effizienter ausbauen. Um eine Begrifflichkeit von Herrn Sommerberg zu nehmen, für jeden Kilometer Glasfaser müssen wir deutlich mehr Haushalte anschließen. Was ich vor Ort erlebe, ist sowohl im eigenwirtschaftlichen Ausbau als auch im geförderten Ausbau, dass wir eben nicht 100% aller Haushalte in einer Straße, in einem Stadtgebiet erreichen, auch nicht in einem Wohnhaus. Und da müssen wir, glaube ich, insgesamt als Politik mehr Werbung machen. Wir leben hier in einer Gigabit-Blase. Wir reden darüber, dass das sozusagen das Wichtigste ist, was wir brauchen. Sie haben aber einen Großteil der Bevölkerung, der sagt, ich komme völlig gut hin mit dem, was ich im Moment an Festnetz- oder Mobilfunkversorgung habe. Jetzt ja. Aber Herr Waldhauser hat es ja angedeutet, in 5 Jahren werden auch diese Leute feststellen, dass es nicht reicht. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Politik und des nächsten Bundestages, jeden Investor-Euro und jeden Steuer-Euro wesentlich effizienter einsetzen und dafür die Strukturen zu schaffen. Vielen Dank. Und ich höre bzw. lese, Herr Beermann kann uns hören. Ich hoffe auch sehen. Wir sehen Sie derzeit nicht, aber vielleicht können Sie trotzdem mit Ihrem Statement abschließen, bevor wir Herrn Sommerberg... Los. Ja. Okay. Danke Ihnen, Herr Herzog. Tschüss. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bevor Herr Sommerberg den Schluss macht, Herr Beermann, bitte. Ja, können Sie mich hören? Ja, wir hören Sie. Ich habe mein Video einfach mal ausgemacht, weil die Verbindung wirklich so schlecht war und habe gedacht, so klappt es dann vielleicht wenigstens, dass ich mir noch kurz zu Wort melde. Passend zum Thema. Also ich kann mich an vielen Punkten anschließen, die meine Vorredner gesagt haben. Ich finde es erstmal wichtig, dass was sowohl die Kollegin Stump als auch Herr Waldhauser gesagt haben, dass wir überhaupt weitere Rechenzentren bei uns im Land aufbauen. Das ist, glaube ich, schon mal überhaupt das Wichtigste, dass wir das machen, um wenigstens einen Teil eben auch der digitalen Souveränität zu verwirklichen. Wobei ich diesen Begriff der digitalen Souveränität immer ein bisschen schwierig finde, weil ich glaube, dass wir als Bundesrepublik Deutschland tatsächlich digital souverän werden, ist ein bisschen schwierig. Wir können sicherlich bestimmte Rahmenbedingungen auch für die Zukunft politisch setzen, aber ob es tatsächlich eine reine digitale Souveränität bei uns in Deutschland geben wird, das möchte ich doch mit einem Fragezeichen versehen. Also Rechenzentren, dezentral wie auch große zentrale Rechenzentren, dem kann ich mich ohne weiteres anschließen. Ich finde aber auch das Thema der Betreibung dieser Rechenzentren spannend und da sehe ich das Thema Green IT genauso, beispielsweise durch grünen Wasserstoff, der in der Nähe von Rechenzentren dann auch eben durch Rechenzentren mitproduziert werden kann. Da gibt es interessante Konzepte, die man gemeinsam aufbauen kann. Dafür ist allerdings aus meiner Sicht auch der ländliche Raum gar nicht so schlecht geeignet an dieser Stelle. Aber ich glaube auch, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, ich war immer ein großer Gegner eines Digitalministeriums. Ich habe in den letzten 4 Jahren aber meine Ansichten geändert und hoffe, dass wir in der nächsten Legislatur, egal wer dort Regierungsverantwortung übernimmt, dass man sich auf ein Digitalministerium verständigen wird und verständigen kann und das noch mit einem Schritt weiter. Das sollte aus meiner Sicht nicht nur ein Digitalministerium sein, sondern ich würde es gerne um das Thema Zukunft noch ergänzen, Zukunftstechnologien, weil ich glaube, dass das schon richtig und wichtig ist, dass wir uns da auf den Weg machen und da zu einer vernünftigen Lösung kommen, weil so wie es aktuell ist, ist es einfach etwas schwierig. Zu viele Köche verderben den Brei und deswegen brauchen wir eine zentrale Stelle, wo das Thema Digitalisierung und die Koordination dessen auch zusammenläuft. Vielen Dank, Herr Beermann. Ich glaube, beim Thema Digitalministerium rennen Sie bei allen Beteiligten hier offene Türen ein. Und beim Thema digitale Souveränität können wir sicherlich auch an anderer Stelle nochmal anknüpfen. Ich will dann jetzt zum Schluss noch Herrn Sommerberg fragen, was wünschen Sie sich von einer kommenden Regierung, um mehr PS auf die Straße zu kriegen bei der digitalen Infrastruktur? Wir haben es ja letztendlich alle schon gesagt, wir brauchen Genehmigungsabbau, also Komplexitätsreduzierung, sollten wir es vielleicht nennen, Hürden abbauen. Ich erwarte mir ein
wenn auch mutiges Erwartungsmanagement. Und ich erwarte auch, dass man das Nachhaltigkeitspotenzial der Glasfaser wesentlich stärker ausnutzt. Zum einen bei den Verlegeverfahren. Die modernen Verlegeverfahren sind wesentlich energieärmer, als wenn ich da 1,50 Meter tief schachte und alles wieder verdichten muss. Ich kann günstiger finanzieren aufgrund der Nachhaltigkeit. Und am Ende des Tages muss ich auch sehen, wie komme ich schnell von der energieintensiven Kupferinfrastruktur auf eine Glasfaserinfrastruktur, also Migrationskonzepte. Das erwarte ich von den nächsten 5 Jahren, denn dann ist es an der Zeit, dann sind wir auch so weit mit dem Glasfaserausbau, dass wir diese Dinge gut auf die Reihe bringen. Kurzes, knackiges Statement zum Schluss. Vielen Dank an alle Gäste, an alle Diskussionsteilnehmer und auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich will das Ende der Veranstaltung noch mal kurz dazu nutzen, um auf unsere nächste Veranstaltung im Rahmen unserer Kampagne Deutschland kann digital hinzuweisen. Es wird am 19. Mai sein. Da befassen wir uns mit dem Thema digitale Bildung und werden sicherlich wieder eine Runde zusammenstellen, die ja hoffentlich ebenso spannend ist wie diese. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebes Podium, und danke, dass Sie dabei waren, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss.